Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Yannick Brün und heute geht es weiter mit unserem Godot Crashkurs. In diesem Video werde ich dir ein weiteres sehr wichtiges Konzept der Programmierung zeigen und zwar Schleifen. Schleifen sind wirklich unglaublich wichtig, man braucht sie in so ziemlich jeder Situation beim Programmieren und dementsprechend handelt es sich dabei wirklich um ein Thema, dass man verstehen muss und dass man auch relativ früh kennenlernen muss. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. In gdScript, also dieser Programmiersprache von Godot, ist dieses Konzept auch ziemlich einfach zu verwenden. So, was sind Schleifen? Ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Und zwar folgendes. Wir haben hier eine Variable namens Zahl. Und die bekommt anfangs den Wert 0. Und in unserer Ready-Funktion. Wird Zahl erst um 1 erhöht, dann wird die Zahl ausgegeben mit einem Print-Statement, dann wird Zahl wieder um 1 erhöht, ausgegeben mit einem Print-Statement, wieder um 1 erhöht und dann nochmal zuletzt ausgegeben mit einem Print-Statement. Das heißt, was wir als Ausgabe bekommen, wenn wir das hier ausführen, sind die Zahlen 1, 2 und 3, weil normalerweise haben wir hier ja als Startwert den Wert 0. Dann erhöhen wir die 0 um 1, dann haben wir den Wert 1, geben das Ganze aus, dann wird es wieder erhöht und ausgegeben, haben wir die 2 und dann die 3. Führen wir das Ganze einfach mal aus, um zu sehen, ob das auch funktioniert. Und siehe da, wir haben hier unten in der Ausgabe den Wert 1, 2 und 3. Jetzt ist es allerdings so, dass das hier mit Hand geschrieben wurde. Wir haben hier wirklich diese 6 Statements, die man hierfür gebraucht hat, wirklich jeweils einzeln in einer Zeile geschrieben und man sieht auch hier, das ist redundanter Code, also das ist Code, der sich immer wieder wiederholt und immer wieder dasselbe ist, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Stellen wir uns mal vor, wir hätten hier jetzt die Aufgabe, die Zahl 1 bis 5000 auszugeben. Dann müssten wir hier wirklich für jede einzelne Ausgabe ein Statement für die Erhöhung machen und eins für die Ausgabe. Das heißt, wir müssten bei 5000 Zahlen 10.000 Zeilen Code schreiben, obwohl wir das Ganze innerhalb von drei Zeilen Code äh, verpacken könnten. Und wie das geht, das möchte ich dir jetzt zeigen. Es geht um das Thema Schleifen. Man kann das hier auch mit Schleifen realisieren. In Godot gibt es zwei verschiedene Arten von Schleifen und zwar einmal die While-Schleife und einmal die Vorschleife. Und wir gucken uns zuallererst mal die While-Schleife an, denn die ist so ziemlich die einfachste von allen. Die While-Schleife kann man sich vorstellen wie ein If-Statement. Ein If-Statement, das haben wir ja bereits kennengelernt, also eine IF-Abfrage, das war ja eine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit das Code-Fragment bzw. der Codeblock, der unter diesem If-Statement steht, damit der ausgeführt wird. While ist im Grunde genau das gleiche, nur dass am Ende immer geguckt wird, ob diese Bedingung noch erfüllt wird, wenn man durch den ganzen Code durchgegangen ist. Und falls ja, falls die Bedingung dann immer noch erfüllt wird, dann wird dieser Code einfach nochmal ausgeführt. Das heißt, wollen wir jetzt zum Beispiel die Zahlen äh, 1 bis 10 ausgeben, dann brauchen wir folgende Bedingung. While Zahl ist kleiner als 10, dann, wobei wir müssen auch hier noch einen Doppelpunkt machen, ganz wichtig, dann erhöhe Zahl um 1. Und printe diese Zahl dann in der Konsole aus, also hier unten im Output-Fenster. Was passiert hier jetzt? Wir haben hier jetzt Zahl auf 0. Dann wird geprüft, ob Zahl kleiner ist als 10. In diesem Fall ist Zahl 0, deswegen ist Zahl auch kleiner als 10. Dann wird also diese Bedingung erfüllt und dieser Code hier drin wird ausgeführt und dann wird er um 1 erhöht und ausgegeben. Das heißt, wir bekommen die Zahlen 1 bis 10. Schauen wir uns das mal an, ob das auch funktioniert. Und siehe da, wir haben hier 10 Zahlen, also die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und das mit nur drei Zeilen Code. Und das Tolle daran ist, dass wir jetzt auch sagen könnten, wir wollen das Ganze 20 mal ausführen. Dann können wir auch die Zahlen 1 bis 20 hier ausgeben. So, das sehen wir hier, wir haben jetzt hier 20 Zahlen. Und das sind im Grunde Schleifen. Schleifen sorgen einfach dafür, dass ein Codeblock, also zum Beispiel dieser Code hier, wiederholt ausgeführt wird, bis man ein bestimmtes Ergebnis erreicht hat, das man haben möchte. So, das ist also die While-Schleife. Die While-Schleife, um das nochmal zu wiederholen, ist wie eine If-Abfrage. Man bildet hier einen booleschen Ausdruck, also eine Bedingung, und immer wenn diese Bedingung erfüllt wird, dann wird dieser Codeblock nochmal ausgeführt. Das heißt, die Schleife geht nochmal den Code durch und am Ende wird dann nochmal geprüft, ob die Bedingung noch erfüllt wird. Und falls sie dann irgendwann nicht mehr erfüllt wird dann hört die Schleife auf. Das ist also die Wild-Schleife. Das Ganze ist ziemlich einfach zu verstehen. Neben der Wild-Schleife gibt es jetzt noch die sogenannte Vorschleife. Schreibt man so: Die Vorschleife ist in Godot, in GDScript, eigentlich auch relativ einfach zu verstehen. In anderen Programmiersprachen ist das so ziemlich die komplexeste Art von Schleife, aber hier in Godot ist das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Die Vorschleife benutzt man dann, wenn man ganz genau weiß, wie oft eine Schleife ausgeführt werden soll und wenn man eine bestimmte Variable, die immer die Anzahl der Durchläufe enthält, im Codeblock benötigt. Eine Vorschleife erstellt man folgendermaßen. Man schreibt zuerst das Schlüsselwort vor, dann hat man eine sogenannte Zählervariable, also man könnte jetzt die Zählervariable nennen, normalerweise nennt man die i, das ist unsere Variable für diese Vorschleife und dann sagt man wie in welcher range das ganze ausgeführt werden soll, also in welchem Wertebereich diese Werte durchlaufen werden soll, welche Werte i pro durchlauf haben soll. Dafür benutzt man eine Funktion, die heißt range und range, da sagt man jetzt welchen Wertebereich diese Schleife durchlaufen soll. Wir sagen jetzt einfach mal 1 und 11 dann kommt der Doppelpunkt und dann geben wir mit print die variable i aus, die wir hier erstellt haben. Ich mache mal diese variable zahl wieder weg, denn die brauchen wir auch gar nicht mehr. So, was passiert hier, um das Ganze jetzt noch mal ganz einfach zu erklären. Mit der Vorschleife hat man eine Zählervariable und die muss man auch zwingend bei der Vorschleife hier erstellen. Diese Zählervariable nennt man Normalerweise i, man kann sie nennen, wie man will, aber normalerweise ist es so, dass man diese Zählervariable i nennt. Diese Zählervariable kann man dann später im Codeblock benutzen. Wir sehen es ja auch, wir geben hier i aus und diese Variable hat immer einen Wert und dieser Wert ändert sich jeden Durchlauf. Jeden Durchlauf wird der Wert verändert und die Durchläufe, die haben eine bestimmte Range. Das heißt, i hat immer einen Wert in der Range, also in dem Wertebereich 1 bis 11. Und hier ist ganz wichtig: die zweite Zahl hier ist exklusiv, dazu gleich mehr. Und dementsprechend passiert folgendes. i bekommt beim ersten Durchlauf den Wert 1, dann beim zweiten Durchlauf hat i den Wert 2, beim dritten Durchlauf hat i den Wert 3 und so weiter, bis man hier am Ende ankommt. Jetzt ist eine Sache extrem wichtig. Diese Zahl hier ist exklusiv. Das heißt, die 11 ist wird nicht mehr durchlaufen. Dementsprechend geben wir hiermit die Zahlen 1 bis 10 aus. Gucken wir mal an, ob das funktioniert. Und siehe da, wir bekommen die Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die 11 nicht mehr. Denn die ist exklusiv. Man muss hier immer einen Wert mehr angeben, als man durchlaufen möchte. So, und ja. Wir geben immer i mit der Print-Funktion aus. Das Ganze ist also auch ziemlich einfach zu verstehen. Man kann die Vorschleife später auch noch gebrauchen, wenn wir Arrays, also Datenstrukturen durchlaufen wollen. Aber ja, jetzt momentan benutzen wir die Vorschleife erstmal nur mit der Range-Funktion. Sobald wir dann zu den Arrays kommen, werde ich dir natürlich auch zeigen, wie man mit einer Vorschleife Arrays durchlaufen kann. Ich würde dir jetzt empfehlen, einfach diese Schleife mal selber auszuprobieren, selber eine Wildschleife zu erstellen und selber eine Vorschleife zu erstellen und einfach mal die Zahlen von 1 bis 10, 15, 20 auszugeben und dann versteht man auch das ganze Konzept dahinter. Das Ganze ist aber ziemlich einfach und dementsprechend, denke ich, muss ich nicht weiter darauf eingehen. Wir werden das auch alles noch vertiefen in der Praxis in den kommenden Videos, aber jetzt muss man erstmal nur verstehen dass eine Schleife Code wiederholt ausführt und dass eine Schleife, ja das es zwei verschiedene Arten von Schleifen gibt, die While und die Vorschleife und dass sie halt verschieden äh, sich verhalten. Die While-Schleife, um das nochmal zu wiederholen, war einfach nur eine Schleife, die eine Bedingung hat und jeden Durchlauf wird geprüft, ob diese Bedingung noch erfüllt wird und wenn nicht, dann wird sie abgebrochen, die Schleife. Und die Vorschleife ist eine Zählerschleife, bei der weiß man immer ganz genau, wie oft man sie durchlaufen möchte. Man hat auch eine Zählervariable, dieses i hier. Und diese Zählervariable kann man dann auch im Codeblock der Schleife verwenden. Und das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, falls du diesen Kanal abonnierst. Denn so sehe ich, dass dieser Kanal wächst und du bekommst die neuesten Videos immer direkt in deine Abo-Box geliefert. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.